Dumm. Gibt es ein extra Leben, wenn ich damit laufe? Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Erster Tod im ersten Part, weil Dummheit. Danke. Und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt hier auf ZX von eurem Fabi. Nach Super Mario Galaxy kommt jetzt New Super Mario Bros. Wii. Ah, für mich ein Blind-Projekt und oh, hör auf, bitte. 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 Ah. Okay, gut. Lass mich spielen. Ich möchte spielen. Ein New Spiel für mich ein Blind-Projekt. Das Nioh-Team soll ja ganz gute Hacks machen. Ich habe hier nur mal gestartet. Ihr seht null irgendwas, null von nichts. Und wir löschen das jetzt mal. Weil wir wollen natürlich schon ganz, 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 ganz von Anfang. Ich bin nur mal ein bisschen in der ersten Welt rumgehopst, um zu sehen, ob die Aufnahme einigermaßen läuft. Ich hoffe, sie läuft jetzt. Und darum starten wir ein neues Spiel. Ein Spieler natürlich. Wie soll das auch anders gehen? Ich spiele das Ganze auf einer gehackten Wii. Also kein Emulator. Ich habe auch die originale Disc. Also, alles gut, Freunde, alles gut, meine Freunde. Es ist alles gut. Mario and friends land on Yoshi's Island, but it doesn't take long before the princess is missing once more. Looks like Bowser is at it again. Yo! Naja, wie sollte die Story auch anders sein? Aber wenn sie es anders gemacht hätten, hätte es ja auch nicht gepasst in die Mario-Timeline, weil ja, man kennt das ja, man kennt das ja. So, Yoshi's Island ist hier unsere erste Map-Welt, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, wie das hier geregelt ist, aber ihr seht schon, es ist natürlich alles auf der Engine von New Super Mario Bros. Wii. Und wir begeben uns in die erste Welt. Und sehr schön, dass die Level Namen haben, weil ich glaube, das war nämlich im normalen Teil noch nicht der Fall. Da war es, glaube ich, nur 1-1. Und hier heißt die erste Welt 1-1, Palm Beach, mit einem geilen Bild dazu und ja. Auf geht's. Ich habe richtig Bock auf das Game, ey. Ich bin richtig gespannt. Ich mochte New Super Mario Bros. Oder ich mag überhaupt die New-Teile. Und ja, lasst uns mal schauen, was uns das Ganze hier bringen wird. Ob es uns ein bisschen mehr Skill bringt, ich glaube nicht. Aber immerhin ein bisschen Spaß. So, was haben wir hier? Ist das schon die erste Sternmünze? Bestimmt braucht man die Sternmünzen auch wieder für irgendetwas. Alles erwischt. Gib her. Ich mag Münzen. I like coins and I cannot lie. Ja, naja, ich mag Münzen. Es wisst ihr es. Es war dumm. Gibt es ein extra Leben, wenn ich damit laufe? Oh, ich bin dumm. Ich bin dumm. Erster Tod im ersten Part, weil Dummheit. Danke. Danke dafür. Erster Tod, erste Welt, erster Part. Dummer Tod. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Mach das mal nach. Mach das mal nach. So richtiger Super Mario Bros. Anfang hier mit diesen drei Dingern. Und im rechten ist dann der Pilz drin. Aber dafür ist dann die Strandlandschaft doch eher untypisch. Ah, da oben wäre eh eine Starcoin gewesen. Gut. Gut, dass wir die nicht verpasst haben. Woo! Yoshi im ersten Level. Ist auch mal nice. Wow. Alter, please, Codierung. Kack jetzt nicht ab. Ich glaube, ich muss dann nochmal was an den Einstellungen ändern nach dem Part hier. Ist eh die Frage, ob es sich lohnt, das Ganze in 1080p aufzunehmen. Ich glaube, ich werde es wahrscheinlich zu 720p switchen, weil, ja, die Quali gibt eh nicht mehr her. Hui. Nice, ja, geschenkt. Geschenkt. Gut, 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 gut. Ich glaube, wenn wir genug von diesen Äpfeln gegessen haben, spuckt Yoshi ein Item oder ein Leben aus. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber gib mal her. Nehmen wir halt die Punkte mit, auch wenn
Bei einem Super Mario Bros. Spiel kein Mensch die Punkte interessieren. Ist doch wahr. Also kaum einen Menschen. Es gibt bestimmt irgendwelche Typen, die sagen, Alter, ich will der Beste sein, ich will die meisten Punkte haben, aber mir ist es so kackegal. Toll. Naja, egal, das wäre eh nur ein One-Up gewesen. Wir haben nämlich schon ein Item. Oder höchstens vielleicht ein anderes Item, aber naja. Propellerpilz brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, die Eisblume nehme ich lieber mit als die Feuerblume. Ich mag die Eisblume. Ich mag die Eisblume. Ist das jetzt dein Ernst? Wie springe ich denn ab eigentlich? Ah, schütteln. Alter, sammeln mal schnell. Ja, nicht alle, aber viele. Komm, eine fehlt uns noch. Geht's da unten rein oder so, wenn man das schon so auffällig sieht hier? Also ich wusste gar nicht, dass man mit Yoshi rutschen kann. Nee, also irgendwie ist mir das nicht ganz geheuer. Da muss noch was sein. Ich glaube, da kommt jetzt nämlich dann gleich das Ziel. Das kann also... Ja, naja. Den hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Komm mal mit Yoshi. Ich glaube, wir müssen da irgendwie unten reintauchen. Habe ich so im Gefühl. Wenn das denn geht. Kann man hier irgendwo ins Wasser? Oh, wir haben gar nicht probiert, in die Röhre hier zu gehen. Ja, gut. Geschenkt. Geschenkt! Geschenkt! Okay. Ah, fuck. Alter, allein schon die Musik hier. Die ist echt cool. Aber wie gesagt, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass man in New Super Mario Bros. Wie mit Yoshi irgendwie runterrutschen konnte in den Hang oder so. Ging das da auch schon? Hui. Ja. Wir können Yoshi auf jeden Fall nicht mitnehmen, soweit ich weiß. Der muss, glaube ich, hier bleiben. Genau, das muss er. Das muss er. Das ist nicht wie in Super Mario World. Das ist hier anders. Da muss der Yoshi zurückbleiben. Und so minimal Ruckler sind noch drin im Bild, habe ich das Gefühl. Ja, so. Yoshi's Island. Ich hoffe, es wird nicht zu heftig, aber vor dem nächsten Part werde ich es eh mal umstellen. Yoshi's Island ist 1-2 und was ist das hier? Yoshi's Haus, 1-Ei. Ja, nicht 1-2, 1-Ei. Oh. Lustig. Hey, das ist echt wie Super Mario World hier. Das Yoshi-Haus. Ja, nice. Nice, das Easter Egg. Da können wir nicht rein, da müssen wir erst diese Schalterpaläste finden, okay. Okay, also wird es hier irgendwann noch was geben. Easter Eggs oder so in der Art? Ich weiß es nicht. Weil das hier ist ja eh schon so ein Platz, der ein bisschen nach Easter Egg schreit. Mit dem Yoshi-Haus. Schauen wir mal. Let's go! Yoshi's Woods. Ja, komm, nimm die Feuerblume. Alter. Das ist ein geiles Remake, das. Ich sehe schon, das wird wieder ein Projekt sein, wo ich sehr viel mitsummen werde, weil die anscheinend eine sehr schöne Musikauswahl haben. Yeah. Ups. Das war nicht meine Absicht. Aber ist gut. Ich nehme das One-Up gerne mit. So dumm, wie ich mich am Anfang schon angestellt habe. Hier sind viel zu viele Röhren, die muss ich alle ausprobieren. Oh Mann. Hui. Ja, ist das verdächtig? Ja, manchmal gibt es ja so versteckte Stellen, wo man stampfen kann. Gab es zumindest in New Super Mario Bros. Und auch in New Super Mario Bros. Wii. So, jetzt habe ich einmal nicht probiert, durch die Röhren zu gehen. Jetzt ist bestimmt was da. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Weiter geht's, weiter geht's, weiter
geht's. Ja, nice. Yoshi, der jumpt einfach alles weg, was geht. Der jumpt einfach über alles hinweg. Los Yoshios, der Dino mit, ja, der Dino mit Schuhen. Mit Titanschuhen oder so. Nummer 2. Oh, please, lass die Aufnahmen was werden, weil zwischendrin echt diese Mikrohänger sind, wo dann kurzzeitig da steht, hohe CPU-Auslastung. Ich muss die Quali ein bisschen runterdrehen dann beim nächsten. Ich muss die Quali dann ein bisschen runterdrehen. Es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Und wie gesagt, 720p sollte eigentlich reichen bei dem Projekt. Also der erste Part wird jetzt wohl in 1080p gerendert werden und der nächste, der kommt dann in 720. 60 FPS natürlich, aber 720p sollte dann vielleicht besser laufen. Und hier muss man groß ankommen, sonst kommt man hier nicht runter. Also wird da schon irgendwas Besonderes sein. Aber es war jetzt nicht arg schwer. Oh. Oh! Fuck, Yoshi, please. Ah! Yoshi. Ich glaube, ich kann die Hammer sogar... Ja, kann ich. Aber hat mir jetzt nichts geholfen in dem Moment. Just in this moment. Egal, die haben es einprogrammiert, dass dann halt zum Beispiel Gegenstände oder so kaputt gehen, wenn man Gegner besiegt hat. Ich glaube, das war doch im Normalen, weiß ich. Im Normalen nicht. Das heißt, es können so gesehen auch erzwungene, geile erzwungene Bosskämpfe da sein. Da, wo man nur weiterkommt, wenn man die Bosse... Vielleicht gibt es ja sowas wie einen Boss-Rush mal in einem Level oder so. Wäre jetzt zwar nicht typisch für ein Mario-Game, aber in dem Fall ja möglich, weil es ein Hack ist. Yoshi, ich will dich trotzdem mit ins Ziel nehmen, auch wenn du manchmal ein Idiot bist. So, danke. Tschüss, Yoshi. Schon wieder hohe CPU-Auslastung. Mein Gott. Jetzt wieder nicht mehr. Nachher. Ich habe doch gar keine Hintergrundprozesse laufen. Was wollen die denn alle? Ein Shop? Also, Itemhäuser ja, aber ein Itemshop? Hier kann man mit Sternenmünzen was kaufen, aber brauche ich die nicht für was anderes, die Sternenmünzen? Okay. Ne, lass ich mal. Ich weiß nicht, für was ich die Sternenmünzen noch brauchen kann. Das traue ich mich vielleicht erst, wenn ich ein paar mehr auch habe als jetzt. Weil jetzt habe ich 6 Stück. Wir wollen 1-3 und 1-3 ist Springwater Swamp. Alter. Muss ich gleich an Bubble Gloop Swamp aus Banjo-Kazooie denken. Ach ja. Tolles Spiel. Ach ja, tolles Spiel. Woo! Hoffentlich wird sein geistiger Nachfolger mindestens genauso gut. Das wäre wünschenswert. Auf den bin ich ja schon gehypt wie nichts, aber da werde ich vielleicht im nächsten Part mal drüber reden. Jetzt ist der erste Part, da redet man eher über das Ingame-Geschehen und das war die erste Münze. Nice. Ich habe aber das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad schon noch stark anziehen wird. Also, ich glaube, der Hack würde nicht so gelobt werden, wenn er viel zu einfach wäre. Oder? Oder? Ihr könnt ja... Also, das könnt ihr mir gerne in die Kommis sagen. Findet ihr den Hack leicht oder... Oder hat er schon einen ganz guten Schwierigkeitsgrad? Ich hoffe doch. Er braucht nicht zu assi sein. Er braucht auch nicht so nervige Sachen wie lila Münzen haben, wie Galaxy. Ja, es ist... Sollte einen guten Mittelweg geben. Zwischen Schwierigkeit und... nicht, keine Frust. Keine Frusttode hier, bitte. Also. Ein One-Up, oh mein Gott. Wir haben jetzt schon 11 One-Ups. Was? Obwohl wir schon einmal gestorben sind. Wir hätten sogar 12. Aber das war in den New Super Mario Bros. Spielen ja noch nie ein Problem, Leben zu kriegen. Jetzt haben wir schon alle 3 Münzen. Was? Sind wir gleich schon wieder durchs Level durch, oder was? Das ist ja kurz. Das ist bis jetzt das Kürzeste, glaube ich. Oh, fuck. Verkackt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Nice. Puh, ein Level geht noch. Einer geht noch rein. Wir machen natürlich als nächstes 3-4. Ich frage mich noch, wie es mit Secret Exits ist. Kann man das an der Karte irgendwie erkennen? Wo ein Secret Exit ist? Das ist für mich die Frage. Growing Greenwood World 1-4. Yeah.
So, hau her. Hoppala! Okay, ich glaube, ich brauche den Paracooper. Ich muss da im richtigen Moment ankommen. Nein! 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 Respawnen die Gegner in dem Spiel, wenn man sich weit genug entfernt. Okay, dann dränge ich mich halt einmal um. Das war alles geplant, meine Freunde. Das war alles Teil des Plans. Ich wollte einfach noch einen neuen Versuch haben, da hochzukommen. Gut, aber mal Klartext, ich hätte mich echt umgebracht wegen dem da hochkommen, weil ich will die Sternmünzen haben. Ich probiere schon die 100%. Ob ich sie schaffe, ist was anderes, aber probieren tue ich sie auf jeden Fall. Nur so wird das nichts. Und ich muss echt die Aufnahmeeinstellungen verringern, Alter. Der Computer mag das nicht. Computer sagt nein. Wahrscheinlich ist es auch wegen dem Anti-Aliasing, das ich angemacht habe, aber sonst wäre das Bild noch schlechter, als es jetzt ist. Und das will, glaube ich, keiner. Gut, wenn er unten ist. Und los. Ja, geht doch. Jetzt nicht sterben, nicht dumm sein. Mach nicht den Fabi hier. Mach den Skiller. So. Woo! Yeah. Das gefällt mir sehr. Das mag ich gern. Was soll das denn? Na 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 na. Gib mir mal den Cooper. Ich hab ganz gern mal eine Shell dabei. So. Warum ist die Musik so toll? Kann mir das jemand verraten? Okay, tschüss. Dann habe ich halt keine Shell mehr. Oh, oder doch? Oder doch? Oder doch? Ja, ich hab. Habe fertig. Ja, das war es eigentlich nicht wert. Na toll. Das war es gar nicht wert. Gib mir mal ein Item. Ja, geht doch. Okay, dann ist es wieder egal. Ja gut, die Münzen haben das ganz gut angedeutet, sonst wäre die schon fies gewesen. Muss man jetzt mal so sagen. Ups. Fucking Notenblöcke. Also, es ist ein getarnter Notenblock, mehr oder weniger. Gleiches Vorgehen. Fuck. Weck dich, hohe CPU-Auslastung. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Und zwar saftig. So, danke. Ist da auch was versteckt? Nee. Ja, hier darf man nichts vertrauen. Aber ich finde es geil, dass es Objekte gibt, die im Vordergrund gibt. Die im Vordergrund sind und dass es Objekte gibt, die im Hintergrund sind. Also, Hintergrund ist ja normal, aber Vordergrund ist eher nicht so häufig in den Super Mario Bros. Spielen. Also, dass etwas vor einem ist. Ja, es ist jetzt eher nicht so häufig und wir haben alle drei. Nice. Jetzt nicht dumm sterben, dann haben wir auch dieses. Was? Ja, Alter. Das ist cool. Sowas mag ich. Hoffentlich gibt es mehr von diesen Überraschungen. Das würde ich feiern. Würde ich feiern. Mehr solche innovativen Ideen, bitte. Ja, aber gut. Ich werde meine Einstellungen mal überprüfen. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben zum Supporter. Teilt das Video gerne auf Social Media. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Neo Super Mario Bros. Eure Meinungen in die Kommentare. Euer Fabi. Auf bald. Und ciao.